Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS19 hier im Glantal auf der Südpfalz-Map, die ich jetzt mal geupdatet habe. Und seitdem ich das getan habe, können wir auch jetzt hier mehr von dieser wunderschönen Landschaft sehen, denn die Gebäude sind weg. Aber es gibt noch ein paar unsichtbare Wände. Wie dem auch sei, natürlich ist mir mittlerweile aufgefallen, dass ich Tankstelle und Reparaturmänner verwechselt habe. Soll es aber nicht weiter stören, tanken müssen wir auch. Aber die Tankstelle oben funktioniert nicht, deswegen habe ich eine neue eingebaut. Ich hoffe, dass mit dem Update jetzt auch hier diese Schwartproblematik behoben ist. Das wäre sehr schön. Und wir machen Siloballen. Dazu habe ich das Feld da oben schon geerntet. Achso, wir müssen natürlich noch das andere Feld ansehen. Da habe ich natürlich noch nicht dran gedacht. Ansonsten sind die Gebäude aber weiterhin da. Ist da hinten ein Steinbruch? Das wäre ja cool. Gibt also noch ein paar mehr Dinge auf dieser Map zu sehen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Da vorne ist der Wald auch komplett verschwunden. Also einige Sachen sind hier etwas anders jetzt. Ob das so vorgesehen ist, weiß ich nicht, weil der Wald da vorne ist auch weg. Das ist ja auch Wiese. Naja, so, pass auf. Wir wollten nur kurz vorher eine andere Sache noch machen. Wir müssen nämlich hier auch das Feld wieder einsehen. Und da würde ich sagen, greifen wir auf etwas zurück, was wir vielleicht für weitere Tiere brauchen könnten. Gibt es aber nicht. Die Tiere sind auch soweit wieder glücklich. Das sieht alles ganz gut aus. Da würde ich sagen, wir richten uns nach der normalen Preisentwicklung und der folgend müssten wir wieder... Nee, wir müssten Soja anbauen. Dann gäbe es kein Gras... dann gäbe es kein Stroh. Aber Stroh haben wir, glaube ich, genug. Habe ich oben abgeladen übrigens. Und ja. Also hier sehen wir jetzt, das Haus ist weg. Aber dafür gibt es hier so kleine Alpha-Planen, die nicht sichtbar sind. Ist ein bisschen blöd. Wir gucken mal ein bisschen weiter, was sich noch auf der Map geändert hat. Ja, Updates 1:1 zu machen ist ja nie so eine gute Empfehlung. Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Zeit. Aber das jetzt von Hand alles umzubauen, was ich hätte umbauen müssen. Deswegen hier so dieser Kaltstart. Trotzdem denke ich, dass wir gut bedient sind in dieser Map. Und ja, wie gesagt, die andere Map im Megaprojekt würde ich gerne in Kürze wechseln. Da werde ich nochmal sehr aufmerksam eure Kommentare und euer Feedback dazu lesen. Insgesamt wirkt die Map hier jetzt aber viel größer und weiter auch. Mal schauen. Das hier wäre eigentlich so eine Map, wo wir das Conquest-Projekt fortsetzen könnten. Nach dem Öko haben wir jetzt auch eigentlich, mal ganz ehrlich, haben wir doch jetzt genug gesehen. Was wäre denn mit dem Öko-Conquest? So, Selbstgeißelung XXL, so, weißt du? So, warte mal. Hier gehen wir hin und dann sagen wir... Feld... Zack. Säen ein. Ersten Wegpunkt. Dann sagen wir hier düngen und säen. Und dann sagen wir hier ausnahmsweise mal Soy. Und ab geht die Lüse. So, und wir gehen Ballen wickeln. Dazu klappen wir die Maschine auf. Also ein weiterer Test des Anderson DLCs. Was ich ja falsch benannt hatte. So, warte mal. So. Oh, gucken wir es mal an. Geht drauf. Und schön detailliert. Werden die Ballen hier gewickelt. Oh, der hat aber ordentlich Ballen hier liegen lassen beim, beim Abtransport. Beim Wenden auf dem Feld. So, muss ich noch was sagen? Abladen. Das funktioniert ja hervorragend hier. So. Aber werden schön hingestellt, die Ballen. Das gefällt mir. Das ist aber auch wirklich eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, oder? Also das kannst du ja wirklich... Junge, Junge, Junge. Aber so gar kein Wald mehr? Ist das echt Absicht?
So, zudem dann jetzt auch die Silofolie in weiß. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ne? Also da ist das gleich ein ganz anderes Spielgefühl. Da gibt man noch gerne Geld für DLCs aus. So, wir gucken mal. Ansonsten also relativ gleich geblieben. Das heißt, wir könnten eigentlich so eine Wassertrigger, Map Border. Okay, wir könnten eigentlich wahrscheinlich hingehen und dann doch hier irgendwo auf den Hof jetzt, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, dann entsprechend da unsere Tankstation trotzdem hinbauen. Auch wenn ich da zuletzt irgendwie... Kennt ihr das? Man hat das gerade im Kopf und guckt immer danach und dann bleibt das auch so falsch im Kopf, obwohl man eigentlich es besser weiß, ne? Ist halt schon mal so. Na? So. Ja, das könnte eine Weile dauern hier. Ich meine, wir könnten das auch wirklich mal mit dem Helfer versuchen, aber... Pass mal auf, ich zeige euch mal, wie das theoretisch gehen würde. Ja, aber wenn wir eh gerade dabei sind. So, wir nehmen also die Strecke, die wir hier beim Mähen genommen haben, ja. Hier. Wiese, Mähen. Nehmen wir rein. So, dann sagen wir, das Ganze hier sei Feldarbeit, genau. Dann sagen wir, Geräteversatz seitlich. So, das ist jetzt wichtig. Jetzt müssen wir den Versatz so stellen, ja? Jetzt machen wir mal. Das Problem ist, die hotteln ja auch hin und her, die Ballen. Ich will nur mal zeigen, wie es vom Prinzip her funktionieren würde. So, nehmen wir mal den ersten Wegpunkt. Dann können wir es mal ein bisschen einstellen. Dann stellen wir den ein. Jetzt können wir hier. So, da sehen wir schon. Muss viel weiter nach links. Und er sammelt einen ein. So, dieser Ballen wird nicht unterstützt. Warum nicht? Weil das ein Strohballen ist. Jetzt halt mal an, Kollege. Warum immer noch ein Strohball in der Maschine war. Aber er hat ihn zumindest schon mal erkannt. So, und vom Prinzip her wird es dann so funktionieren, ne? Er fährt dann weiter und fährt dann hier dran längst und dann hier hat er einen Ballen, zack, sammelt den ein. Auch nicht unterstützt. Hä? Warum nicht? Das irritiert mich jetzt aber gerade. Ob er überhaupt mit der Maschine interagiert. Nein. Also, er kann die Maschine nicht bedienen. Okay. Gut. Aber scheinbar sind hier noch ein paar andere Ballen dazwischen, aber ich hätte doch jetzt gedacht, wir können damit auch, ja gut, Silage wickeln, klar, aber warum sind denn hier dann Heuballen dazwischen? Ein bisschen verwirrt. Sehr merkwürdig. So, ich wollte mit euch über ein anderes Thema kurz sprechen, und zwar bei den Tieren. Es läuft ja darauf hinaus, dass diese ganze Geschichte hier wirklich primär dazu dient, so mit Tierfütterung und so, ne? Was wir hier gerade alles machen, dient dazu, die Tiere zu füttern. Damit wir Dünger rausbekommen. Allerdings haben wir durch die Milch von, seit wir begonnen haben, Kühe zu haben, 5000 Euro bekommen. Und haben irgendwie dreimal gefühlt dieses Feld schon geerntet und so weiter. Also, nennt mich Pessimist, aber ich halte das für eine tolle Idee, das hier so zu spielen, aber wir kommen so nicht zu Potte. Würden wir das alles direkt verkaufen, würden wir mehr bekommen. Und das ist gerade so eine Überlegung, die ich mir gerade stelle, ne? Wie soll das weitergehen?
könnte jetzt irgendwie hier so Klimbim-Geschichten dabei erzählen und einen auf RTL-Niveau machen, aber das wollen wir natürlich nicht. Das wird ja auch immer beliebter, ne? So Scripted-Scheiße. Naja. Wobei ich sagen muss, so ein cooles RP-Projekt. Also wirklich ein ausgearbeitetes, ne, mit so Rollen und wirklich, die man auch lebt und die man auch vertreten kann. Wo man nicht auf, sag ich mal, König Proll oder König irgendwas macht, sondern wirklich, wo das, ja, könnte ich mir schon vorstellen. So, das gesagt habend, ja, also ne, mit den Kühen, das ist echt, also wir haben im Moment, wenn wir da mal kurz einen Blick drauf wollen, werfen 25 Kühe und wir sind quasi nur für die hier am Futter machen. Und das ist echt extrem. Finde ich. Also hier haben wir die 12. 12 Hühner. Wäre eine Option, dann mehr auf Hühner zu gehen. Hm. Weil ich will jetzt auch hier die größeren Felder dann mal haben und dann auch biologisch bearbeiten. Aber wir brauchen die Tiere dafür, ne? Und deswegen habe ich Folgendes überlegt, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, wo ich hin wollte. Wie cool wäre es denn, wenn ich so eine Art automatische Cosplay-Lösung für das Füttern hätte? Das heißt, wir haben für alle Aufgaben die Maschinen hier an diesem Feld stehen. Da hinten, hier, da, da vorne, da, da bauen wir eine Halle hin. Hier stehen alle Maschinen. Alle Maschinen haben schon geplottet sozusagen den Kurs immer drin. Dieser Trecker, ja, zum Beispiel, wird nur fürs Ballenwickeln verwendet. Jeden Tag kann ich dann einfach auf den Knopf drücken, das geht los. Das Problem ist, wir wissen ja schon, dass diese Lösung nicht funktioniert. Zumindest nicht mit Ballen. Aber wir müssen irgendwie Ballen nehmen, damit wir das ganze Zeug vernünftig lagern können, ist das Problem, ne? Wir können nicht vernünftig die Ballen irgendwie sonst, also nee, anders, wir können nicht vernünftig das Silage und Co. Vernünftig lagern. Es sei denn, hier mit dieser Ballentechnik. Die andere Option wäre, weil was wir eigentlich brauchen, wäre Silage, dass wir, was war meine zweite Überlegung, dass wir hingehen und hier, die BGA kaufen. Die BGA kostet 180.000, da kommen wir hin. Und diese Silos in der BGA verwenden, um da die Silage zu machen und damit die Tierfütterung vorzunehmen. Dass wir von der ganzen Ballentechnik, die hier so aufwendig ist, wegkommen. Weil hier eben, sagen wir mal, Heu holen. Heu machen, Gras ernten und so weiter auf diesem Feld. Geht vollautomatisch ohne Ballen wickeln, ohne alles. Ist problemlos möglich. Stroh brauchen wir in, können wir in Ballenform haben, das ist kein Problem. Müssen wir aber nicht wickeln. Das heißt, die Wickelmaschine würden wir schon mal los. Brauchen keine extra Maschine zum Wickeln. Und da die Tiere ja auch hier bei dem Punkt Heu, also Gras, eh klar, das sammeln wir einfach, Mähwerk vorne dran, 500 Mal übers Feld fahren, zack, zack, bumm, fertig, Heu ist da, ja, Gras ist da. Ich kenne nur Entzug ab der Fendung gerade da. Ja, und das andere wäre Heu und Silage, warte mal, die Mischration. Die Mischration, nur damit wir das nicht komplett falsch planen. Gehen wir nochmal kurz auf. Warte mal. Mischration, war denn das? Missionsgeld verdienen. Diverse, nein. Ich wollte noch eine Sache nochmal nachgucken bei der Mischration. Und zwar. Erweiterte Kenntnisse. Nee, Feldfrüchte. Hier, die totale Mischration, genau. So, du kannst die von deinen Kühen, indem du in einem Totalmischration, bla, als Totalmischration, Heu, Stroh und Silage. Ja, wie gesagt, also Heu muss natürlich auch nicht in Ballen gewickelt werden. Und Heu können wir auch mit dem Ladewagen. Wir können sogar theoretisch gibt es nicht auch so Heulager, wo man das da reinfährt? Dann kann man mit dem Mischwagen unten drunter fahren und es wieder rausholen. Gab es da nicht was von Ratiofahren?
Es gibt natürlich noch fantastische andere, wie Hexal und Bayer und... Hä? Das wäre auch eine Option. Hätte ich auch irgendwie Bock. Das erinnert mich so ein bisschen dran, als wir im Landwirtschaftssimulator 13 oben auf diesem einen Feld, erinnert euch, diese Zentrallagerhalle gebaut haben, ne? Wo die ganzen LKWs von der ganzen Map dann hinkamen. Da will ich auch irgendwann nochmal hin. Allerdings nicht auf dieser Map. Und ihr wisst ja eigentlich schon alle, auf welche Map ich irgendwann wechseln werde, oder? Die Senioren-Map für mich, ne? So. Gut, also ich werde mal schauen hier, ob ich sowas finde in der Richtung. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann haben wir vielleicht schon eine Lösung für das, was ich mir gerade überlege. Na, wir müssen eigentlich erst nochmal die Ballen einsammeln, aber das hier ist so zäh, das mache ich erstmal alleine weiter. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.